Willkommen zurück zu Mass Effect 2. Wir sind hier auf dem Schiff von, keine Ahnung, irgendwelchen Quarianern hier und sollen den Vater von Tali finden. Oder zumindest irgendwie, keine Ahnung, retten oder keine Ahnung was. Ich habe hier nochmal einen Wandsafe, den kann ich hier nochmal schnell hier hacken. Weil hier gibt es ja 300.000 Hackmöglichkeiten. Dann mache ich das hier nochmal ganz schnell hier, weil das macht ja so viel Spaß. Nee, aber es gibt halt jede Menge Kohle, mit der ich nichts anfangen kann. Oder wo ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Ups. Da, okay. Das geht natürlich auch. Kann natürlich auch einfach scheiße sein. Das geht auch. Da muss ich das nicht hacken. So. Wir haben hier unten Gesellschaft. Und da ich heute nicht so sozial bin, werde ich die einfach mal töten. Ne, auch wenn ich einfach mal im echten Leben Nachbarn habe oder Besuch habe. Es wird nicht hereingebeten, es wird getötet. Ja, also kommt mich am besten nicht besuchen, sonst werdet ihr, naja, wie gesagt, getötet. Fertig ist. Nee, Spaß beiseite. Wir machen hier übrigens gerade die ganzen Nebenmissionen, was unsere 300.000 Teammitglieder uns aufgetragen haben, was wir doch mal bitte tun sollen. Ja, und deswegen sind wir jetzt hier auf so einem verlassenen Schiff der Quarianer, was von den Gate übernommen wurde. Und niemand fragt, wie ich mich dabei fühle. Wahrscheinlich interessiert es auch einfach niemanden. So, jetzt aber erstmal wieder Leben und Schilde regenerieren. Ich habe ja nicht mal mehr Munition hier. Das ist ätzend. Ich glaube gar nicht, wie sehr ätzend das ist. Aber wir kriegen das irgendwie hin. Ja, shit, jetzt ist hier schon wieder einer hochgekommen. Okay. Und der wahrscheinlich letzte. Das sieht gut aus. Das sieht nach Munition aus hier. Und nach einem Laptop. Yay, mit mehr Credits. Jeder braucht mehr Credits. So, laden wir mal nach hier. Alles klar, weiß ich Bescheid. Gut, und wir müssen ja hier immer noch nach Beweisen suchen, dafür, dass Tali nicht für die Gate-Einschleusung hier zuständig ist. Vater! Das war ihr Vater. Nein, 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 nein. Du hattest immer für alles einen Plan. Überlagerte Lebenszeichen oder vielleicht ein medizinisches Stase-Programm an Bord. Du würdest nie... Sie haben Unrecht. Du würdest nicht einfach so sterben. Du würdest mir nicht zumuten, dein Chaos wieder in Ordnung. Hey, ganz ruhig. Müssen wir mal wieder was Gutes tun. Und sie umarmen. Sie umarmen ist etwas Gutes tun. Tut mir leid. Es gibt nichts, was Ihnen leid tun müsste. Vielleicht. Er muss gewusst haben, dass ich komme. Vielleicht hat er eine Nachricht hinterlassen. Ihr Hauptverteiler befindet sich auf der Brücke. Du musst ihn zerstören, damit ihre VI-Prozesse keine neuen neuralen Verbindungen bilden können. Sorge dafür, dass Helden Garrel und Darok Sen die Daten sehen. Sie müssen. Danke, Dad. Er hat getan, was er konnte. Er wusste, dass sie kommen würden. Und er hat versucht, ihnen zu helfen. Das ist nicht perfekt und es ist nicht das, was sie wollten. Aber es ist das Beste, zu dem er fähig war. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Der Gedanke, dass ich ihm nie etwas bedeutet habe. Oder dass es doch so war und er nur keine andere Möglichkeit hatte, es zu zeigen. Es ist unwichtig. So oder so. Er hat mir etwas bedeutet. Und ich bin hier. Und jetzt bringen wir es zu Ende. Na, mal los. Ne? Hallöle. Sind natürlich sehr vorbildlich hier wieder unterwegs. Ein Modellschiff der Flottille. Das ist ja super. Kann ich natürlich nicht durchschießen. Nee, wieso denn auch? Wäre zu einfach. Oh, Alter, er hat ja Schilde und Panzerung und eine Lebensanzeige. Jetzt werden sie aber verrückt hier. Also solange ich nicht angeschossen werde, ist alles gut. So, der ist down. So, der ist auch weg. So können die ja alle wieder aufstehen hier.
Okay, quarianische Konsole. Diese Konsole ist mit dem Hauptverteiler verbunden, den Vater erwähnt hat. Wenn wir sie ausschalten, war's das für alle Geth, die uns entgangen sind. Es sieht aus, als seien einige der Aufzeichnungen noch intakt. Sie werden uns sagen, was hier vorgefallen ist und was mein Vater getan hat. Dann hören wir es uns mal an. Spielen Sie sie ab. Haben wir genug Teile, um mehr von Ihnen online zu bringen? Ja, die neue Lieferung Ihrer Tochter ermöglicht es uns, dem Netzwerk zwei weitere Geth hinzuzufügen. Wir stehen kurz vor einem Durchbruch bei systemischen Virenangriffen. Vielleicht sollten wir den Admiralitätsrat darüber informieren. Nur so zur Sicherheit. Nein, wir sind kurz davor. Ich habe meiner Tochter ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Ich werde nicht untätig herumsitzen, während die Politiker sich streiten. Es wäre einfacher, wenn Tali Sora uns mehr Arbeitsmaterial schicken könnte. Kommt nicht in Frage. Tali soll keineswegs irgendwelche politischen Konsequenzen tragen müssen. Wir halten Tali da raus. Wir setzen neue Geth aus dem zusammen, was wir haben. Falls nötig, unter Umgehung der Sicherheitsprotokolle. Das klang furchtbar. Das haben wir gebraucht, oder? Ihm ging es um das Versprechen. Es klingt, als habe er das alles für Sie getan. Ich wollte das nicht, Shepard. Keela, ich wollte das nie. Das alles hier ist seine Schuld. Ich habe so getan, als würde nichts auf ihn weisen, aber jetzt? Wenn das beim Prozess bekannt wird, werden Sie... Wir sagen es Ihnen nicht. Den Admiralen nicht und sonst auch niemandem. Wir müssen das verwenden, Ihr Vater ist tot. Wir müssen das verwenden. Warten wir den Prozess ab. Wir werden diese Entscheidung nicht hier treffen. Mal sehen, was die Admirale sagen, sobald wir zurück sind. Sie sind mein Captain bei dieser Anhörung, Shepard. Es ist Ihre Entscheidung. Aber bitte zerstören Sie nicht, was mein Vater einst war. Kommen Sie. Wenn wir zu lange warten, erklären wir uns noch für tot. Und dann wäre all das nicht mehr von Bedeutung. Na gut, dann gucken wir mal. Gucken wir mal, was wir tun können. Wir haben keine Nachricht erhalten und müssen annehmen, dass Tali Sora nicht überlebt hat. Hallo, sie steht hier. Die Anhörung schon begonnen. Wir müssen auf Shepherds Angebot seiner Unterstützung. Ist blöd. Also nicht die, sondern halt die Typen, die da rumsitzen. Weißt du, läuft da vorbei. Ich habe keine Nachricht davon, dass Tali Sora zurückgekommen ist. Bla, blub. Also gut. Ist der Admiralitätsrat bereit, ein Urteil zu fällen? Entschuldigen Sie die Verspätung. Tali Sora, was Normandy hat die Alarai gerettet. Hoffentlich beweist das Ihre Loyalität zum quarianischen Volk. Ihre Loyalität stand nie in Zweifel, nur Ihre Urteilsfähigkeit. Vielleicht kann Tali Sora etwas anbieten, damit wir Ihrer Urteilsfähigkeit mehr Vertrauen entgegenbringen. Hat sie auf der Alarai etwas gefunden, das Licht in die Vorfälle bringt? Ja, super. Shepard, bitte. Hat Captain Shepard neue Beweise, die er bei dieser Anhörung vorlegen möchte? Wir haben keine Beweise. Ja, hier sind die Beweise. Ich brauche keine Beweise. Tali hat mir geholfen, Saren und die Geth auf der Citadel zu besiegen. Das müsste als Beweis genügen. Aber wenn Sie mehr brauchen, kann ich die Normandy ins Feld führen, die Tali ebenfalls vor den Geth gerettet hat. Obwohl es dort so ruhig ist, dass sie nicht richtig schlafen kann. Wir wissen immer noch nicht, was auf der Alarai geschehen ist. Nein, Admiral, das wissen Sie nicht. Aber Sie haben ihr meinen Namen gegeben. Ich bin Ihr Captain. Ich würde ihr mein Leben anvertrauen und ich sage Ihnen, dass sie unschuldig ist. Und wir sollen der Meinung dieses Menschen einfach so Glauben schenken? Wir haben Talis Leben in die Hände des Menschen gelegt. Würden Sie zweifeln, wenn es sich um einen quarianischen Captain handeln würde? Nein. In Anbetracht der übrigen Beweise würde ich das wohl nicht. Was ein oller Rassist ist das? Die Admirale bereit, ihr Urteil zu fällen? Tali Sora, angesichts ihrer Verdienste sind die Beweise für eine Verurteilung nicht ausreichend. Sie werden hiermit in allen Anklagepunkten freigesprochen. Commander Shepard, bitte nehmen Sie diese Geschenke an.
in Anerkennung ihrer Mühe bei der Vertretung eines Mitglieds unseres Volkes. Sie gehört zu mir. Bei allem Respekt, Admiral, ich habe keinen Ihrer Leute vertreten, sondern einen von meinen. Wohl wahr, Shepard. Die Anhörung ist hiermit beendet. Geh in Frieden, Tali Zora Vas Normandy. Kela Seri. Sie sind schon fast wie bei einer Hochzeit. Sie ist mein. Was Sie gesagt haben. Noch nie hat sich jemand so für mich ins Zeug gelegt. Danke, dass Sie für meinen Vater und mich da waren. Selbst als... Danke. Sind Sie nicht enttäuscht? Es war nicht für Ihre... Enttäuscht? Wir könnten wieder reingehen und Sie doch noch verstoßen lassen, wenn Sie möchten. Nein, danke. Es ist in Ordnung, wie es ist. Es macht Spaß, Ihnen beim Brüllen zuzusehen. Na, dann können wir ja nach Hause gehen. Kommen Sie, Tali Zora Vas Normandy. Gehen wir zurück auf unser Schiff. Danke, Captain. Das ist wertvoll. Ja, weiß Bescheid. So, was haben wir jetzt alles Schönes bekommen? Achso, auch 34 Vorbildner. Boah. Heftig. Mega heftig. Gut, dann können wir jetzt gleich zur nächsten Mission gehen, ne? Oder sollen wir nochmal mit Tali reden? Einfach mal nochmal so einen Arm nehmen oder so. Keine Ahnung. Kann ja mal gucken. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht. Oh, jetzt sind die schon wieder mit Ihren privaten Nachrichten. Ungelesene. Dank von meiner Tochter. Commander Shepard. Aria Teloak hat mir diese Adresse gegeben. Ich bin Diana, Nevs Mutter. Wir haben anlässlich ihrer Ermittlungen über ihren Tod miteinander gesprochen. Aria hat mir auch erzählt, dass eine tote Asari in einem der Apartments der Reichen gefunden wurde und dass sie die Mörderin meiner Tochter war. Danke. Ich weiß nicht, wer sie in mein Leben gebracht hat, aber sie haben meine Tochter gerecht. Danke. Meine Nev hatte etwas Besseres verdient. Ich konnte ihr das nicht geben, aber zumindest haben sie das Miststück erledigt, dass ihr das Wenige auch noch genommen hat. In Dankbarkeit, Diana. Weiß ich Bescheid. Immer diese total wichtigen Messages hier. Ach du Kacke, was haben die uns denn jetzt hier alles für tolle Forschungsdinger da bereitgestellt? Na gut, gucken wir uns gleich mal an. Erstmal... Auf hier zum Dingens. Da steht Tali. Hey Tali, alles okay? Kila, es tut mir leid, dass ich Sie in die quarianische Politik mit reingezogen habe. Diese ganzen Grabenkämpfe und dann noch die Handlungsweise meines Vaters. Sie waren als einziger für mich da, Shepard. Mein einziger Schutz vor dem Sturm. Danke. Sie haben Besseres verdient. Der ganze Prozess war eine Beleidigung. Man hätte Ihnen Zeit geben müssen, Ihren Vater zu betrauen. Ich glaube, es geht im Leben nicht darum, was man verdient. Aber mein Vater würde sich dadurch geehrt fühlen, dass meine Trauer um ihn darin bestanden hat, jede Menge Geth in die Luft zu jagen. Ich sollte zurück an die Arbeit gehen. Aber danke fürs Vorbeischauen. Gibt's noch irgendwas zu sagen hier? Shepard, was kann ich für Sie tun? Ich will über Sie reden. Zeit für ein Gespräch? Ich muss wirklich dieses Triebwerk reinigen. Später vielleicht? Okay, dann später. Wir reden später weiter. Gut, dann komme ich halt später nochmal vorbei. Ich bin da ja nicht so. So, dann wollte ich jetzt nochmal ins KIZ hier. Ja, KIZ, nicht KZ, falls das irgendwie wieder verschluckt drüber kam oder sonstiges. Ich wollte jetzt nochmal hier zum Forschungszentrum gehen. Ins Tech-Labor. Und dann wollte ich doch hier gucken, hier Schiffsverbesserungen, da gab es doch jetzt hier... Ach, die sind zu teuer, deswegen kann ich das nicht kaufen. Verstehe. Auch hier, ne, ist zu teuer, deswegen kann ich das nicht verkaufen, kann ich das nicht kaufen, deswegen. Verstehe. Schweres Hautgewebe. 30% Gesundheit. Forschen. Post. Ja, und jetzt müsste man wahrscheinlich die einzelnen Materialien dafür von der Planetenoberfläche dann immer wieder einsammeln. Das, was wir schon ein, zwei Mal da, oder einmal besser gesagt, da schon gemacht hatten. Commander, Legion möchte mit Ihnen sprechen. Ach, wieso möchte denn jetzt Legion mit mir sprechen? Mit dem muss ich überlegen, wo war der? Der war...
Mannschaftsquartiere und dann da hinten bei den Ärzte-Dingens da vorbei.